Einst schrieb ich die Geschichte Tsushimas. Jetzt schreibe ich über die Schlacht um ihr Überleben. Etwas Grausames. Etwas Furchtbares bedroht die Menschen auf unserer Insel. Die Geister unserer gefallenen Samurai sind zurückgekehrt, gerufen aus einer anderen Welt, um uns zu retten. Die Geister erreichten Io's Reich, eine Ebene der Qual, geschaffen durch ihr Leid. Ein Ort der Wiedergeburt. Es würde Tsushima den Tod bringen, wenn die Geister Io nicht aufhielten. Es war Tsushima, das mir den Tod brachte. Hallo und herzlich willkommen zur Geschichte von Io, Kapitel 1. Das ist meine Welt, Geister, die zu erschaffen mich jene zwangen, die ihr beschützt. Vor langer Zeit war ich eine mächtige Priesterin. Doch die Herrscher Tsushimas neideten mir meine Macht. Sie schmiedeten ein Komplott, um mich zu vernichten. Ich bin weg. Ab in die Schatten! Ein seltsames Objekt erschien den Geistern. Welch furchtbaren Zweck es wohl diente. Ja, genau. Nimm mal einfach mit. Du hast zwar keine Ahnung. Oh, ein Gegner. Immerhin. Oh, fast kaputt geklatscht. Ne, also, mal zur Erklärung. Die Geschichte von Io ist ein Raid. Und das ist quasi mein erster Durchlauf. Ne, ihr habt euch vielleicht schon denken können nach der letzten Folge. Ich habe mittlerweile alle Charaktere, also Samurai, Jäger, Assassine und Ronin auf 120. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich halt noch mit meinem Samurai vorlieb genommen und habe dann, als ich die Möglichkeit hatte, weil ihr könnt erst ab Key 100 dürft ihr überhaupt in diesen Raid rein. Und nachdem ich, weiß ich nicht, 105 oder was war, bin ich dann direkt mal reingestartet. Und das Ergebnis könnt ihr euch jetzt ansehen. So, jetzt bin ich geflohen und stelle fest, hier drin sieht es auch nicht besser aus als draußen. Und da bin ich auch schon down. Aber kein Problem. Das ist eine von den 5 versteckten Truhen, die es in der Geschichte von Io gibt. Ne, ihr bekommt ein Outfit oder ihr könnt ein Outfit freischalten, wenn ihr die Geschichte von Io abschließt. Und wenn ihr außerdem alle Truhen öffnet, also alle versteckten Truhen findet, dann bekommt ihr nochmal ein extra Outfit. Und da bin ich natürlich scharf drauf. Die anderen machen es wohl einfach nur, weil es die Gesamtbelohnung am Ende auch nochmal signifikant erhöht. Na, so, erste Truhe fertig, dann können wir hier wieder raus. So, und dann geht's draußen ans Rätsel. So, ihr habt schon gesehen, da gibt es so rote Eier und da platzt dann so ein Kristall raus, den ich versucht hatte gerade schon wegzuschleppen, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was ich damit anstellen soll. Mittlerweile weiß ich, was man damit macht. Die braucht man, um oben die nächste Passage
zu öffnen. Und da braucht man insgesamt 3 an der Zahl. Das macht man so. Man tötet diese Mongolen in der Nähe von so einem Ei. Das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Deswegen hack ich einfach auf alles drauf, was ich sehen kann. Und ja, gehe dabei dann eben auch gerne mal drauf. So, jetzt habe ich fast meine Ultimo fertig. Zack, da ist sie fertig. So, und jetzt ziehe ich sie in der Hoffnung, ne, weil ich bin der Ansicht, man könnte ja erstmal alle Viecher wegmachen und danach ganz in Ruhe. Und da stelle ich fest, ne, da steht schon der nächste Trupp. Von daher nehme ich jetzt die Beine in die Hand und laufe den anderen Mitspielern nach. Vielleicht sieht da oben besser aus, aber nee, da gibt es hier 2 Oni, die auch noch mit so einem Seelending da verbunden sind. Sprich, die muss man beide in einer gewissen Zeit töten. Ansonsten hat man mit Zitronen gehandelt. Also einfach wieder hau drauf, wie auf Kalteisen. Ja, und ihr seht, ne, also die Mitspieler, die wissen, was sie zu tun haben, haben dann halt auch die Viecher in die Nähe von so einem Ei gelockt. Und da kann dann der Samurai dann eben auch das tun, was er eben kann. Draufhauen. Da könnt ihr sehen, ne, da werden die 3 Kristalle platziert und dann öffnet sich die nächste Passage. Wäre natürlich klug, wenn man da im Team arbeiten würde, sprich derjenige, der den Kristall schleppt, der kann sich ja nicht verteidigen. Ne, und sobald er gehittet wird, lässt er halt den Kristall fallen. Dann dauert es, glaube ich, wieder 30 Sekunden, bis man den erneut aufheben kann. Und dann würde es sich natürlich anbieten, wenn dann die anderen Mitspieler diesen Kristallträger beschützen würden. Das weiß der Samurai an der Stelle noch nicht. Die Geister drängten nach vorn. Wisst ihr, warum sie mich und mein Kind getötet haben? Der Monsun drohte, eine Tempelbrücke fortzureißen. Die Herrscher Tsushimas glaubten, ein Opfer würde den Sturm besänftigen. Daher nahmen sie uns das Leben für eine Borke und um mich für immer zum Schweigen zu bringen. So, das ist das nächste Rätsel, wo ich so ein bisschen verwirrt bin. Ne, ihr habt es gerade gesehen, links oben steht einer auf so einer Platte, ne, so wie er jetzt. So, das Ding ist das, einer muss sich oben draufstellen und quasi für uns den Weg frei machen. Und nachdem er für uns den Weg frei gemacht hat, muss ja irgendeiner dafür sorgen, dass er rüberkommt. Und dafür stellt man sich dann da oben oder einer da oben hier auf die Platte. Und da ist der Samurai ein bisschen verwirrt, läuft nochmal zurück, weil er nicht genau sieht, wo der Marker hin zeigt. Der Marker zeigt auf versteckte Truhe Nummer 2 und da haben wir sie dann eben auch. So, Truhe erledigt, dann kann es weitergehen. So, bei der nächsten Passage muss man nicht wirklich im Team arbeiten, allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da sind solche
roten Bubbel und ich weiß es an der Stelle noch nicht, aber die roten Bubbel sehen so aus, als wenn ich sie meiden sollte. Ios Augen verfolgten die Geister. Ha, knapp, aber geschafft. Die anderen beiden da oben, die waren leider nicht so geschickt. Ja, und da muss Laska, also hier unser Leader, der muss zurück die beiden retten. Weil ist klar, ne, wenn irgendein Geist sterben sollte, dann muss man ab dem Kontrollpunkt alles wieder von vorne spielen. Ja, und ich denke mir, nö, lass den mal machen, ich guck da lieber zu. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, ohne dass ich von so einem Bubbel da gefangen genommen wurde. Das machen die Bubbel nämlich. Ne? Wenn ihr da reingerät, dann kommen so Schlingpflanzen hoch, die euch töten. Und da freut er sich. Da freut er sich. Da gibt das mal hier den Move. Also an der Stelle muss ich Laska mal großen Respekt zollen, dass er uns drei Kacknoobs da so durchgebracht hat. Seht ihr, guck mal, er markiert sogar, wo die Leute hinspringen sollen. Naja, also Hammer. Ne? Deswegen, ich hab, wo ich es gezockt hatte, habe ich gedacht, ich bin der Einzige, der da frisch drin ist. Jetzt, wo ich es im Nachhinein nochmal betrachte, sehe ich, dass wirklich nur Laska Ahnung hat von dem, was er da macht. Die anderen beiden sind genauso blutige Noobs, wie ich es bin. So, und wir sind im Dorf der Jünger angekommen. Der Samurai hat natürlich absolut keine Ahnung, was er tun soll. Von daher macht er das Einzige, was er kann, töten. Und das ist an der Stelle auch gar nicht mal so verkehrt. Das Dorf der Jünger, da müsst ihr eigentlich alles platt machen, was da so rumrennt. Geht auch, ne? Also die spawnen nicht nach. Problem ist halt diese roten Bubbel, die da so rumeiern. Ne? So, und da ich bei meinen Mitspielern, insbesondere bei Laska, keine echte Route erkennen kann, laufe ich da jetzt halt verstrahlt durch dieses Dorf und achte immer drauf, wo ist Laska. Okay, jetzt laufe ich, glaube ich, den anderen beiden hinterher, weil ich, wie gesagt, da, zum damaligen Zeitpunkt habe ich gedacht, die hätten auch Ahnung, aber haben die, glaube ich, gar nicht. Egal, ich mache alles platt, was auf dem Weg ist. So, und da oben ist dann eben auch das Ziel. Jetzt habe ich nochmal hier so einen Bubbel im Weg. Die sind echt, die sind nervtötend, die Bubbel. Die sind nervtötend. Aber hier in Kapitel 1 gehen sie noch, in Kapitel 2 sind sie wesentlich nervtötender. So, die anderen drei sind schon angekommen, ich muss noch warten. So. Und da oben gibt es, weiß ich nicht, so ein Blutbrunnen oder was? Danke. Ich revanchiere mich. Die Geister spürten, wie der Boden selbst nach Seelen verlangte. Doch wessen? Die Erde verlangt Blut. Diesmal wird es eures sein. Ihr habt Io gehört? Die Erde verlangt das Blut der Geister. Also, die Sequenz startet, sobald jeder Geist einmal in diesem Blutbrunnen drin gewesen ist. Und dann seht ihr das, wenn jemand drin steht, dann leuchtet der eben auch rot. Deswegen hatte man mir gesagt, ich soll permanent die ganze Zeit in diesem Brunnen stehen bleiben. Und da habe ich mir gesagt, alles klar, mache ich das. Ich habe mir aus dem Zusammenhang erschlossen, dass wohl unser Blut in irgendeiner Form da die Tür öffnet. Dem ist aber nicht so, ne? Denn wenn die anderen jetzt wiederkommen, seht ihr, dann wandern da so Schlieren die Tür hoch. Und das funktioniert folgendermaßen. Wenn die Sequenz startet, dann taucht immer links am Rand die Mitteilung auf, dass so ein blutgieriger oder
blutgetränkter, wie auch immer, so ein Jünger auftaucht. Und Jünger kennt er ja, das sind so meine Hassgegner, weil die alle möglichen, beziehungsweise alle anderen in ihrem Einflussbereich unverwundbar machen. So, und den einen habe ich jetzt weggeschossen, habe ich gedacht, alles klar, es ist erledigt. Nee, es funktioniert so. Jedes Mal, wenn so ein Jünger auftaucht, muss man den killen. Und dann hat der da irgendwie so eine Seelenglut oder wie auch immer dabei. Die muss man einsammeln und zurück zu diesem Brunnen bringen. Und dann seht ihr, dann wandern die Schlieren auch die Tür hoch. Ja, so. Das ist der Grund, warum die anderen Mitspieler immer wieder zum Brunnen zurückkehren. Ich bleibe quasi nur drin, um dieses Ritual am Laufen zu halten. Alle anderen rennen da rum, töten diese Jünger, sammeln diese Seelenglut ein, um sie dann da in den Brunnen zu opfern. So, jetzt haben sie keine mehr, seht ihr? Und dann hören die Schlieren auch auf. So, und ich bin munter damit beschäftigt, die Typen, die da aus diesem Krebsgeschwür hinten spawnen, ja, davon abzuhalten, mich zu töten. So, mal eben Munition nachziehen, weil mein legendärer Dreischussbogen dann doch ziemlich an der Munition knabbert. Aber Laska wird dann gleich nervös, kriege ich gleich hier den Marker wieder zurück in den Brunnen rein. Mach ich, Chef. Mach ich. Ja, mach ich. Ja. Im Prinzip finde ich das richtig toll. Einmal die Inszenierung. Ja. Also es sind alles bekannte Kartenabschnitte, allerdings alle hier so ein bisschen auf dämonisiert gemacht. Und dass man da halt ja im Team arbeiten muss, finde ich klasse. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Zombie-Easter Egg. Obwohl die noch einen Ticken schwieriger sind. Aber prinzipiell könnte ich mir vorstellen, da so ein Abend mit vier Freunden macht bestimmt schon Laune. Ne? Vor allem, wenn alle noch nicht so wirklich die Ahnung haben. Ne? Deswegen hatte ich auch hier meinen ersten Run genommen. Denn ich habe das jetzt schon öfter gespielt, mit jedem Charakter mindestens einmal. Und deshalb weiß ich jetzt auch so ein bisschen, was da Phase ist. Nur ich fand es halt witzig, euch zu zeigen, wie mein erster Run aussah, wo ich von Tuten und Blasen absolut keine Ahnung hatte. Na los! Mir nach! Die Geister drängten vorwärts. Sie begruben uns lebendig. Mich und mein Kind. Eingeschlossen in einem Grab aus Erde und Stein. Mit jedem Atemzug betete ich darum, dass die Kami uns retten. Doch es kam keine Hilfe. Huch,
Laska haut ab, dann schnell hinterher. Ich glaube, mittlerweile habe ich begriffen, dass er wirklich der Einzige ist, der Ahnung hat. Ja, und jetzt kommt... also, ganz ehrlich, nochmals, großen Respekt an Laska. Ne? Denn... ja, mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung. Und ich habe nur Murks gemacht. Seht ihr gleich. So, Laska markiert mir den Steg. Dann gehe ich den Steg hoch. So, und dann ist da wieder so eine Platte. Und da muss man wieder im Team arbeiten. Also ich stehe hier, Laska steht auf der anderen Seite. Und dann erscheint der Weg für die anderen beiden. Den sollten die runterhüpfen. Ja, auch du, Cold Rum. Heißt das Code Run? Keine Ahnung. Er kürzt ab. So, und jetzt kommt die rote Kugel und Mesul hat Angst vor der roten Kugel und geht weg. Und dann geht natürlich auch der Weg für die anderen beiden weg. Na, gut ist, sie stehen noch auf so einer Platte, weil Laska nicht weggegangen ist. So, ich dann wieder zurück. Ist auch kein Problem, weil rote Kugel läuft gerade durch. Und jetzt weiß ich nicht, warum ich das tue, aber ich tue es. So, die beiden sind dank mir in Tod gesprungen und Laska liegt oben auch gleich tot, weil Mesul runtergesprungen ist. Also, wie gesagt, also ich habe großen Respekt vor Laska, dass er so eine Engelsgeduld hatte. So, nur wir können die ganze Sache können wir neu starten, weil ist vorbei. Mesul hat es verkackt. Eigentlich läuft es so. Einer steht da, einer steht auf der anderen Seite. So, und dann jedes Mal, jetzt kommt die rote Kugel gerade, ich bleib jetzt stehen. Dann werde ich natürlich hier von den Schlingpflanzen eingefangen. So, und dann wirft Laska eins von seinen Bombenpaketen, um mich wieder zu befreien. So, und dasselbe sollte ich jetzt eigentlich auch für ihn tun, indem ich mit dem Bogen auf ihn schieße. Dann wäre er auch wieder frei. Ich dachte aber, es geht nur mit diesen Bombenpaketen, weil... Der Ronin, der wirft ja auch die Bombenpakete darüber, hat er noch nicht schnell genug rübergeworfen. Laska ist trotzdem tot. Und jetzt kommt wieder rote Kugel und Mesul hat wieder Angst. Geht wieder weg, weil er nicht checkt, was er tun soll. Ne? So, der Ronin hat Laska wieder belebt. So, jetzt werde ich wieder eingefangen. Na? Und Laska ist trotzdem so freundlich und befreit mich. So. Jetzt wird wieder Laska gefangen und ich bin wieder so verpeilt und rette ihn einfach nicht. Ja, der andere geht von der Platte runter, weil die beiden gehen dann quasi den Weg runter, den wir freimachen. Und unten stellen die sich dann auch wieder auf eine Platte, um uns wieder rüber zu holen. Das ist mir aber an der Stelle wohl... ein Ticken zu hoch. Ich mache immer wieder denselben Move und gehe weg, weil rote Kugel kommt und rote Kugel macht mir Angst. So, alles wieder auf Anfang. Mesul hat ja mit inzwischen begriffen, alles klar. Also auf Platte stellen, machen wir. Wir stellen uns auf Platte. Und wir gehen nicht weg, wenn rote Kugel kommt. Aber Laska hat sich an der Stelle dann wohl schon für Plan B entschieden. Also, ich stehe da. Mein Part ist erfüllt. Laska macht den Weg für die anderen beiden frei. Rote Kugel kommt, ich bleib stehen. Werd eingeschlungen. Aber diesmal rettet mich keiner. Und Laska denkt sich, eine Leiche kann nicht weglaufen. So. Und er hat ja 45 Sekunden Zeit.
So, in der Zeit können die anderen beiden halt über den Weg rüberlaufen. So, und jetzt läuft Laska schnell zu mir rüber, um mich wieder zu beleben, damit wir dann gemeinsam den, nicht Rückweg, sondern den Weg gehen können, den die anderen beiden für uns gleich frei machen. Hier gibt es Heilung. So, eine schwere Geburt, aber endlich sind wir drüben und jetzt geht quasi Part 2 los. Und jetzt muss ich wieder auf einer Platte stehen und den Jungs den Weg frei machen. Übrigens konntet ihr gerade sehen, das sind halt so die Tricks von diesen Profi-Gamern. Ne, Laska hat sich gerade damit einen seiner Schwarzpulverpakete auf die andere Seite rüber geglitscht. So, wir machen seinen Weg frei. Einfach mal darüber schwingen und gut ist. So, Hambert. Die Geister spürten eine Macht aus den Torburgen strömen. So, nächstes Rätsel. Da geht es dann wieder um diese Elementarabstimmungen. Er schnappt sich gelb und jetzt könnt ihr sehen, ich sehe, dass da gelb auf diese Platte springen muss. Und ich schnapp mir jetzt grün, weil ich mir denke, mach dich unentbehrlich. Dann können die Leute dich nicht zurücklassen. Können sie sowieso nicht. Und ich springe erstmal wieder runter. Ist natürlich komplett falsch. Ne? Laska wieder kommen, hoch. Ne? So, jetzt muss er mir wieder den Weg frei machen. So, und jetzt seht ihr, ich kann nicht sehen, was als nächstes kommen muss. So, er markiert, weil er weiß, dass grün springen muss. Ich weiß es aber nicht. Und guck erstmal in der Gegend. Meinst du mich? Ja gut, dann springe ich. Er springt, weil er weiß.
Na? So, jetzt springt er wieder, weil er weiß. Dann springe ich auch hinterher. So, jetzt ist wieder. Na gut. Da hat der Samurai ein bisschen schneller geschaltet. Geht also. So, da ist was grünet. Benutze ich einfach. Ritualtoten sabotieren, machen wir. Ich habe grün, mache ich das. Habe ich wenigstens mal was richtig gemacht. Ja, so, und dann gibt es da noch mal eine blaue Abstimmung. Die schnappt sich Cold Ramen. Aber, und er, Lasker, holt schon mal hier den Kristall. Den Kristall, den braucht man nicht zwingend fürs Rätsel. Den Kristall brauchen wir für die vierte versteckte Truhe. Und da merkt ihr, also auch Cold Run weiß nicht unbedingt, wo was Phase ist. Denn Lasker muss ihn markieren, wo halt das blaue Ritual ist, was er sabotieren soll. Und ich stehe da und weiß nicht richtig, krieg gleich wieder hier von Lasker, komm, schnapp dir auch nochmal blau. Und dann geht er weiter. So, er springt da runter und springt hinterher. Kann nicht ganz verkehrt sein. So, ich laufe ihm nach. Er markiert, aber nicht für mich, sondern für so einen anderen Noob. Und da kommt dann auch schon hier der Ronin mit dem Kristall. Ich finde, es sieht so geil aus, wenn die fetten Kristalle schleppen. Ne? So, Kristall platziert. Kristall platziert. So, und jetzt ist der Weg eben auch frei zu versteckter Truhe Nummer 4. Ich bin weg. Heilen wir uns hier. Na los! Wenn ihr mich kriegt, werdet ihr nur den Tod finden. Ihr könnt die Tarnung schützen! Noch in Deckung! Kette im Deckung! Hier lang!
Dio hatte die Kami in einer Glocke eingesperrt und nutzte deren Macht für ihre Invasion zu Shinas. So, wir haben die finale Prüfung erreicht. Der Rote Grat. So, Laska markiert so eine Statuette. Und ich habe ja mittlerweile gelernt, wenn Laska irgendwas markiert, dann sollte ich da mal hingehen und gucken. So, dann steht der Aufstieg versuchen. Oh, mache ich einfach mal. Ne? So. Jetzt bemerke ich, dass ich ein bisschen komisch aussehe und dass mir die Hälfte der Gesundheit gestrichen wurde. Ich frage mich, weshalb. Weil ich den Hinweis links am Bildschirmrand überhaupt gar nicht wahrnehme in dem Chaos da. Ich brauche jetzt 8 Kills und als Erschwernis bekomme ich, dass ich keine Fern- bzw. Schnellfeuerwaffe benutzen kann. Bemerke ich aber nicht. Denn als Samurai arbeite ich vornehmlich mit meinem Schwert. Der Bogen ist eher nur Zierde. Ja, so, und meine Ulti ist gerade fertig. Dann denke ich mir, komm, die sind so nervig. Ziehe ich die Ulti. Hau die Leute weg und jetzt brauche ich auch nur noch 3 Kills. Alter, einhacken. Die Sache ist die, da gibt es 4 von diesen Statuetten und jede von denen hat eine andere Erschwernis. Dass es da überhaupt eine Erschwernis gibt, habe ich erst im nächsten Run mit meiner Jägerin, glaube ich, gemerkt. Denn ich bin einmal an die Statuette rangegangen, dann gehe ich halt im nächsten Run wieder an diese Statuette dran und die blockiert mir ja den Fernkampf. Und da habe ich es dann gemerkt, als ich mit der Jägerin gespielt habe, dass ich auf einmal meinen Bogen nicht benutzen konnte. Hatte mich ein bisschen verwirrt. Mittlerweile weiß ich es. Also, und ich denke, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, jede von diesen Statuetten hat ihre eigene Erschwernis. Also bei der einen ist halt, sind die Schwerter blockiert, bei der anderen sind die Bögen blockiert, dann wieder bei der anderen sind die Geistwaffen blockiert, also keine Kunai. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine, wo die Ultimativfähigkeit dann blockiert ist. So, ich brauche jetzt noch einen Kill, das weiß Laska aber nicht. Aber da habe ich den Kill. Ich werde zwar jetzt gerade eingewurzelt, aber ich habe den Aufstieg hinter mir. Jetzt sollte man normalerweise ein bisschen klug spielen. Sprich, jeder von den Mitspielern muss an eine von diesen Statuetten ran und diese 8 Kills machen. Und da ist es natürlich total blöde, wenn man dann so einen Kacknut-Samurai mit dabei hat, der wie ein Irrer auf alles einschlägt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja? Deswegen denke ich auch, haben die anderen da so ein bisschen ihre Schwierigkeiten, ihre Aufstiege hinzubekommen. Jedenfalls ist jetzt der Samurai, der Ronin dran mit seinem Aufstieg. Wenn da nicht so ein Samurai wäre, der alles umballert, was er sieht. Ja. Man sollte also eher die Leute unterstützen. Sprich, ein bisschen runterknattern, dass sie nur noch so ein Fitzelchen Energie haben, um dann denjenigen, der gerade den Aufstieg versucht, es etwas leichter zu machen. Weiß aber der Samurai nicht. Ne? So, der Samurai, der rennt vornehmlich erstmal hier Laska hinterher. Laska rennt schon hier zur nächsten Statuette, ne? Ruft dann verzweifelt um Hilfe. Dann kommt auch, glaube ich, der Assassine. Jo, der Assassine kommt, versucht den Aufstieg. Und jetzt ist das Blöde, da gibt es immer diese Samurai-Geister. Ne? Und habt ihr gesehen, der ist jetzt erst im letzten Moment aufgetaucht. Und das ist der Grund, warum mein Assassine, der Norbert, ja, warum der nackt rumrennt, damit ich nie vergesse, dass der nichts aushält. Aber anstatt dass der Samurai jetzt mal ein bisschen im Team spielt, hat der Samurai immer noch keine Ahnung, was da überhaupt Phase ist und killt alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So, da ist auch Fies, ne? Jetzt bin ich von der Leichenexplosion. Assassine versucht mir zu helfen. Auch. Tod durch Leichenexplosion. Ist echt fies. Ne? Müsst ihr mir auch erstmal dran gewöhnen. Passiert normalerweise nicht. Also, wenn ihr normal Story spielt oder Überleben, dann gibt es vielleicht mal so eine Welle bei Überleben, wo Gegner diesen Effekt haben.
Aber in der Regel explodieren die nicht und killen euch damit. In der Regel habt ihr auch nicht die Hälfte eurer Gesundheit gestrichen. Deshalb, da bin ich so ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, warum sehe ich so komisch weißlich aus? Und warum wurde mir die Hälfte der Gesundheit gestrichen? Was soll das? Das raff ich einfach nicht. Ja, von daher, ich renne einfach, wie gehabt, Laska hinterher. Ich versuche, an jedem Schrein zu interagieren, obwohl ich den Aufstieg schon hinter mir habe. Ich kapiere es nur nicht. Naja. So. Ronin fertig, Laska glaube ich sowieso fertig, aber hier der Assassine, der muss noch mal, aber er liegt schon wieder im Dreck. Und jetzt versuchen die anderen beiden ihm da so ein bisschen Luft zu verschaffen, aber der Sammelweide ist mal wieder komplett am Eskalieren und jetzt wird er auch dank dessen eingefroren. Eingewurzelt, besser gesagt. Ja, so, jetzt rettet mich ein Gegner. Ein Gegner hat mich aus dieser Umklammerung befreit. So. Wie gesagt, der Assassin müsste killen. Der Samurai hat da was gegen. Ne? So, und ich glaube, Laska checkt es, dass der Samurai ein bisschen Balabeng ist im Kopf. Ne? Und jetzt zieht er den Samurai schon mal aus dem Geschehen mit der raus. Ne, komm mal mit hier hoch, ne, warte mal, bis sie da unten mit ihrem Aufstieg fertig sind. Weil das Fiese ist, ihr müsst das in einer gewissen Zeit alle hinter euch gebracht haben. Ne, ihr könnt zwar jederzeit, also wenn ihr down geht, könnt ihr wieder an den Schrein dran, es nochmal von vorne probieren. Nur wenn ihr nicht alle in einer gewissen Zeit den Aufstieg hinter euch gebracht habt, dann findet euch Io, ne, weil... Ihr seht, da gibt es oben rechts als die Einblendung. Io ist kurz davor, euch zu finden. Ja, also wir haben nicht mehr allzu lange Zeit. Der Samurai ist wieder unten, ist wieder mit den Gegnern am Fighten, aber wenigstens nicht da, wo der Assassine ist. Ne? Aber das dauert nicht lange. So, da hinten, da ist Cold Ramen. Der kämpft um seinen Aufstieg. Der Samurai zielt und nimmt ihm den Kill weg. Ja, also was das für ein beschissener Kackmuck ist, dieser Samurai, ne? Und dass Laska da so eine Engelsgeduld hat, ich packe es nicht. Naja, wie auch immer. Schauen wir mal, ob wir den Aufstieg noch hinbekommen oder ob wir die ganze Chose nochmal neu machen müssen. Die Geister spürten, wie die Fesseln der Kami schwanden. Helft mir doch! Nein, sie verdienen die Freiheit nicht. Sie ignorierten meine Schreie, ließen zu, dass man uns begräbt. Aus ihrem Gefängnis befreit, versprachen die Kami den Geistern zu helfen. Ja, jeder hat den Aufstieg hinter sich gebracht. Die echte Erschwernis war natürlich dieser durchgedrehte Kacknub-Samurai, der alles wegschnibbeln musste, was nicht bei drei auf dem Baum war. Aber letztendlich haben wir die Fesseln der Kami gelöst. Jetzt haben wir noch eine versteckte Truhe vor uns. Und dann ist Kapitel 1 von Ios Geschichte
zu Ende erzählt. Ist eine recht tragische Geschichte. Also was haben wir mitbekommen? Io wurde ja geopfert wegen einem Wetterereignis oder wie auch immer. Also ist wieder, kennt man ja. Irgendwas Schlimmes passiert und dann muss man erstmal irgendjemanden opfern. Da wurde wohl Io und ihr Kind wurden geopfert. Ich weiß nicht genau, lebendig begraben oder irgendwie so, also ziemlich grausam. Ja. Io hat um Hilfe bei den Kami gebetet, aber die Kami haben Io wohl nicht erhört. Und das hat Io dann wohl so sauer gemacht, dass sie sich in so ein The Grudge verwandelt hat, also so ein Fluch. Und jetzt die Kami erstmal gefangen genommen hatte, wie auch immer. Aber die vier Geister haben es trotz aller Widrigkeiten, und mit Widrigkeiten meine ich diesen Kaktus-Samurai, es dann doch geschafft, die Kami zu befreien. So, nur an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine Schweinearbeit, das sage ich euch. Also es ist leichter, live zu kommentieren, als die ganze Sache zu spielen und danach zu kommentieren. Aber ich denke, ich habe es ganz gut hinbekommen. Da ist das Tor. Laska klettert erstmal noch dran hoch. So. Und ich genieße es, dass ich nicht nur die Belohnung für das Abschließen der Story bekommen habe, sondern eben auch alle 5 Schatztruhen eingesackt habe. Ja, gibt es seltene Dinge, alles selten und 110er. Gibt es noch ein Legendary dabei? Na, kein Legendary. Der Kaktus-Samurai kriegt keinen Legendary. Naja, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen zu Kapitel Nummer 2. Und wenn ihr dachtet, Kapitel Nummer 1 wäre schon hart, dann wartet mal bis morgen. Bye, bye.